Eines ihrer Bücher heißt ja Herausforderung Klimawandel und betrifft der Klimawandel auch schon Deutschland? Ja, wir können auch in Deutschland schon eine Erwärmung feststellen von ungefähr 1 Grad in den letzten 100 Jahren. Und das geht einher mit einer Zunahme von Wetterextremen. Das heißt, wir bekommen immer heißere Sommer, immer wärmere Winter. Wir bekommen längere Trockenperioden, aber auch mehr Starkwinterschläge. Was im Moment eben so besonders ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sich unser Klima ändert, mit der sich die Temperatur verändert. Und wenn wir das mal betrachten in der Rückschau, zum Beispiel die letzten 2000 Jahre, dann ist der Anstieg der Temperatur, den wir jetzt in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, schon einmalig. Wenn wir so weitermachen wie bisher, das heißt immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen, dann wird die Erwärmung natürlich weitergehen. Das würde bedeuten, dass in einem Extremfall der Meeresspiegel bis 2100 um 1 Meter steigen kann. Und die Tendenzen, die wir heute schon beobachten, die werden sich fortsetzen. Das heißt, höhere Temperaturen, immer mildere Winter, weniger Frost, längere Trockenperioden, mehr Starkniederschläge, heftigere Stürme. Ja, wichtig wäre, dass man langfristig den Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre, insbesondere des Kohlendioxids, reduziert, und zwar bis 2100 etwa um 80% weltweit. Das heißt aber auch, dass wir in den Industrienationen deutlich mehr reduzieren müssen, deutlich eher reduzieren müssen, und wir müssen diese 80% schon etwa bis 2050 erreicht haben. Pro Kopf sind wir schon alle kleine Umweltschweine. Das heißt, jeder von uns entlässt im statistischen Mittel ungefähr 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn man das vergleicht mit einem Chinesen, der entlässt nur 3,5 und ein Inder nur 1 Tonne pro Jahr. Und da sieht man das Problem, wir sind nicht glaubwürdig. Das heißt, wir müssen mit unserem Pro-Kopf-Ausstoß deutlich runter, damit wir uns auf gleiche Augenhöhe treffen. Und da kann dann jeder Einzelne mitmachen. Das fängt zum Beispiel beim Auto an. Man muss nicht ein Riesenauto fahren, es reicht auch ein ganz normales Auto. Man muss nicht immer Vollgas fahren, man kann auch vernünftig fahren. Man kann auch mal das Auto stehen lassen. Im Haushalt kann man sehr viel machen, Standby ausschalten, Energiesparlampen zum Beispiel, Müllvermeidung, Mülltrennung. Also all diese Dinge sind ganz wichtig, damit wir dann auch wirklich die Vorbildfunktion wahrnehmen, die wir wirklich einnehmen sollten.